sichern. Das für April viel zu kalte Wetter hält uns weiter in Atem. Darüber wollen wir jetzt mit dem RTL-Wetterexperten Christian Heckel sprechen. Christian, also der April macht mal wieder, was er will. Woran liegt's denn? Ja, es liegt an mehreren Gründen, hat mehrere Ursachen. Und eins ist zum Beispiel schon mal das Timing. Wir hatten ja Ende März diese Rekordtemperaturen. Nur haben wir diese Wärme nicht mal ansatzweise in den April mitnehmen können. Kaum war erst der 2. April, drehte die Strömung von Südwest auf Nord. Und da kam die kältestmögliche Luftmasse um diese Jahreszeit, eine sogenannte arktische Kernmasse aus dem Bereich Grönland, Barentssee, auf ziemlich direktem Weg von Norden her nach Deutschland. Und das ist Anfang April das Kälteste, was geht. Und da geht natürlich auch Schneefall bis ganz runter. Da gehen diese gefährlichen Spätfröste, die ja teilweise die Weinkulturen in Mitleidenschaft gezogen haben, vor allem in Frankreich. Und so wie es jetzt aussieht, sind wir auf dem besten Wege, zumindest den kältesten April seit 25 Jahren zu bekommen. Und wenn es dumm läuft, dann wird sogar der kälteste April seit 50 Jahren. Oha, geht denn da wenigstens noch ein bisschen was? Wie wird es in den kommenden Tagen? Ja, wir können vor allem, was die Temperaturen angeht, jetzt ein bisschen durchatmen. Vor allem morgen, übermorgen 16, 17, 18 Grad im Rhonland, direkt am Rhein, wirklich vielleicht sogar die 19, aber 16 bis 18 sind uns relativ sicher. Und dann können wir uns damit trösten, dass wir im Südwesten, also hier in Köln weniger, aber hier unten am Rhein im Rhonland, da ist das die beste Ecke jetzt für die nächsten Tage. Denn aus Norden wird es wieder kälter. Wer in Hamburg wohnt, wer in Berlin wohnt, der wird sich ziemlich wundern. Donnerstag, Freitag dort wieder nur einstellige Höchstwerte. Im Südwesten bleiben wir aber so bei 12 bis 15 Grad, zum Wochenende auch vielleicht wieder 16, 17. Das heißt, dieser Kaltlufteinbruch, der nächste jetzt, der jetzt kommt, der trifft eher den Norden und Osten, und im Südwesten kommt man halbwegs gut vorbei. Das volle Frühlingsfeeling so mit 20, 25 Grad, das ist aber erstmal nicht in Sicht. Kann man noch ein bisschen weitergehen? Kann man jetzt schon sehen, wie der Sommer wird? Ja gut, der Sommer ist jetzt noch relativ weit weg. Ich glaube, wir sollten ja erstmal hoffen, dass wir im Mai das alles ein bisschen sonniger und vor allem wonniger, wärmer wird, dass wir endlich im Mai dann einmal die 25 Grad wiedersehen. Wer jetzt schon für Sommer planen wird, die Langfristprognosen zeigen, dass der Juni wahrscheinlich der beste Monat ist. Da soll deutlich zu trocken ausfallen und vor allem auch deutlich zu warm. Juli, ja, geht so, nicht mehr ganz so toll wie der Juni. Und im August stehen die Zeichen eher Richtung wechselhaft. Aber wie gesagt, das sind Langfristprognosen, da würde ich mich jetzt wirklich noch nicht drauf verlassen. Wichtig ist jetzt mal, dass wir irgendwann diese polaren Luftmassen abschütteln und dass es ein hoffentlich sonniger und auch spürbar wärmerer Mai kommt. Das wünschen wir uns auch alle. Dankeschön, Christian Heckel nach Köln.